Wir werden uns bei diesem Webinar mit der Plain Spatial Funktion beschäftigen, die wir benötigen, um unsere Bearbeitungsebene zu schwenken. Zu meinem Webinar. Ich werde jetzt am Anfang eine Präsentation halten, wo wir uns einfach die theoretischen Hintergründe von den Befehl Bearbeitungsebene schwenken anschauen. Anschließend werde ich dann mit einem Beispiel auf unseren Programmierplatz wechseln und da schauen wir uns dann das Ganze nochmal am Programmierplatz an, wie das Ganze programmiert wird. Wenn es Fragen gibt, bitte das Chatfenster unten rechts verwenden. Ich werde dann nach der Präsentation und auch nach dem Programmierplatz auf diese Fragen eingehen und dann können wir darüber nochmal sprechen. So, Bearbeitungsebene schwenken, schwenken mit einem Raumwinkel. Als erstes beginnen wir mit den Grundlagen des Schwenkens. Von unserer Basiskursprogrammierung oder von unserer Grundlagenprogrammierung kennen wir unsere Linearachsen. Das ist die X, die Y und die Z-Achse. Beim Schwenken brauchen wir dann noch die Rundachsen dazu. Und da haben wir folgende Rundachsen. Es dreht sich um die X-Achse, dreht sich die Rundachse A, um die Y-Achse dreht sich die Rundachse B und um die Z-Achse dreht sich die Rundachse C. Wir sehen in unserem unteren Bild auf der rechten Seite auch nochmal die Achszusammengehörigkeit, also um X dreht die A-Achse, um Y dreht die B-Achse und um Z dreht die C-Achse. Wichtig ist für uns als Programmierer, wir programmieren immer so, wie als ob sich das Werkzeug bewegen würde. Das ist auch schon in der Grundlagenprogrammierung so und auch beim Schwenken, wir programmieren immer so, dass sich das Werkzeug bewegt. Also programmieren wir die Programme so, als ob sich das Werkzeug bewegen würde. Also dass wir bewegen nicht das Bauteil, sondern wir bewegen immer das Werkstück. Beim Schwenken sehr wichtig ist die Unterscheidung zwischen Achswinkel und Raumwinkel. Wir gehen zuerst mal auf die Achswinkel ein. Die Achswinkel sind die an jeweiligen Maschinentyp vorhandenen Achsen. Also was wir hier zum Beispiel in unserer Statusanzeige sehen, die Werte von B und C, das sind immer Achswinkel. Wenn ich mit Achswinkel programmiere, kann ich nur die reell an einer Maschine vorhandenen Achsen programmieren. Ich kann sie positionieren in meinem manuellen Betrieb oder Handrad und sehe sie hier in der Anzeige von meiner Maschine. Ebenfalls programmiere ich mit Achswinkel, wenn ich zum Beispiel den Satz programmiere, linear B 20 Grad. Das ist dann ein Achswinkel, wenn ich den mit einem Linearsatz und dann einfach die Koordinate programmiere, dann ist es ein Achswinkel. Hier in dieser Maschine sehen wir jetzt, wir haben einen B-Kopf, also die B-Achse ist hier im Kopf und die C-Achse ist im Tisch. Wenn wir nun unseren B-Kopf auf die Winkel plus 30 positionieren, können wir das entweder über die Richtungstasten, über die Achsrichtungstasten machen oder über unseren Positionieren mit Handeingabe, über unseren MDI-Betrieb, wird das Ganze dann einfach positioniert. Wenn wir uns jetzt hier die Stellung von unserem Kopf anschauen, der Kopf hat eine Bewegung im Uhrzeigersinn gemacht. Das gleiche kann ich auch mit der C-Achse machen. Auch hier kann ich zum Beispiel auf den Wert 19,6 einstellen. Das ist dann auch ein Achswinkel. Wenn wir uns jetzt das gleiche Beispiel für eine Konfiguration anschauen, wo die B-Achse und die C-Achse beide im Tisch sind. Wenn wir uns jetzt hier den Winkel anschauen oder die Stellung von meiner B-Achse, dann ist die B-Achse, hat sich gegen den Uhrzeigersinn bewegt. Aber wenn wir uns den Winkel anschauen, es sind beide Male plus 30 Grad. Also es kommt darauf an, ob ich eine Rundachse im Tisch oder im Kopf habe. Je nachdem positioniert sich die Achse in die eine oder in die andere Richtung. Also die Drehrichtungen von Kopf- und Tischachsen sind unterschiedlich.
Das gleiche auch mit meiner zum Beispiel AC-Kinematik. Hier kann ich die A-Achse wird nach hinten weggedreht und die C-Achse auf 19,6 Grad positioniert. So, Zusammenfassung zu den Achswinkeln. Die Achswinkel sind immer maschinenabhängig. Also ich kann ein Programm, das ich für eine Maschine mit A und C geschrieben habe, nicht auf eine Maschine übertragen, die mit B und C, die eine B- und C-Achse hat, weil die Winkel maschinenbezogen sind. Es kommt auch darauf an, auch wenn ich von der BC, also B-Kopf, C-Tischmaschine auf eine BC-Tischmaschine wechsle, sind auch die Vorzeichen dann unterschiedlich. Von dem her muss ich da achten, die Programme kann ich nur auf dieser einen Maschine verwenden. Ich kann sie eben nicht auf andere Maschinentypen übertragen. Beim Programmieren mit Achswinkel muss ich deswegen immer dran denken, habe ich eine Drehachse im Kopf oder im Tisch. Also ich muss mich jedes Mal auf meine Maschine umdenken und ein neutrales Programmieren ist nicht möglich. Was können wir dann verwenden, um unsere Programmierung maschinenneutral zu halten? Da kommen wir zu unserem Plane-Spatial-Befehl. Schwenken mit einem Raumwinkel. So, Plane-Spatial heißt Raumwinkeleingabe. Hierbei wird durch die Drehung um das maschinefeste Koordinatensystem die Bearbeitungsebene geschwenkt. Wichtig ist dabei, bei diesem Schwenken wird das Koordinatensystem immer mitgenommen und meine Werkzeugachse bleibt dabei immer die Z-Achse, also meine programmierte Z-Achse. Also nach dem Schwenken steht meine Werkzeugachse wieder senkrecht auf meiner Bearbeitungsebene. Wichtig auch hier nochmal, wir programmieren immer so, wie als ob sich nur das Werkzeug bewegt. Die programmierten Winkel sind immer Raumwinkel und die Steuerung rechnet diese für den jeweiligen Maschinentyp in Achswinkel um. Also wenn ich Raumwinkel programmiere, dann kann ich einfach auf meinem Bauteil jeden Winkel, den ich haben möchte, programmieren als Raumwinkel. Die Steuerung schaut dann in ihrer Konfiguration, was habe ich denn für Achsen zur Verfügung und rechnet dann für die jeweiligen Achsen den Achswinkel aus. Da brauche ich mich aber nicht mehr drum zu kümmern. Um die richtige Drehrichtung zu erhalten, kann man die rechte Handregel verwenden. Und zwar, wie wir es im Foto unten rechts sehen, nehme ich mit meiner rechten Hand die Linearachse in die Hand, so dass der Daumen in die positive Achsrichtung zeigt. Wenn ich dann die Finger etwas gekrümmt halte, so wie wir es im Foto sehen, dann erhalte ich die positive Drehrichtung meiner Rundachse. Und wenn wir das mit dem Foto oben vergleichen, dann passt es zusammen. Hier programmieren wir nicht immer die Rundachse, sondern diese Drehrichtung ist immer die positive Drehrichtung von meinem Raumwinkel. Wenn wir das Ganze mit der Y-Achse mal beispielsweise machen, wir nehmen die Y-Achse in die rechte Hand, schauen, dass der Daumen in die positive X-Richtung zeigt, in Y-Richtung zeigt und dann zeigen die gekrümmten Finger meine Drehrichtung der B-Achse an. Als Beispiel wollen wir hier einfach mal einen Winkel von 20 Grad einschwenken, um so eine Fläche auf einem Werkstück zu erstellen. So, was machen wir? Wie wir im Foto oder im Bild vorher gesehen haben, müssen wir den A-Winkel einschwenken. Also als erstes wird die Nullpunktverschiebung auf die Knickkante gemacht. Und jetzt steht das Koordinatensystem noch im ungeschwenkten System da. Und jetzt wird es geschwenkt und wir sehen, dass das Koordinatensystem auf der Ebene liegt. Die Z-Achse bleibt dabei senkrecht zu meiner geschwenkten Ebene. Auf der Steuerung sieht das Ganze so aus. Ich programmiere den Satz Plane Spatial, den schauen wir uns später noch genauer an.
mit dem Winkel A minus 20 Grad. Wenn ich den mit NC-Start ausführe, habe ich hier oben den Raumwinkel A minus 20 Grad. Wenn ich jetzt meine Konfiguration unten anschaue, meine Maschine hat aber nur eine B- und C-Achse. Aber wenn die Maschine zwei Rundachsen zur Verfügung hat, dann kann sie einfach diesen von mir programmierten Raumwinkel in einen Achswinkel umrechnen. Und das ist bei dieser Maschine B plus 20, C 90. Also die Maschine hat keine A-Achse zur Verfügung, kann aber den Winkel über die B- und C-Achse realisieren. Das gleiche auch beim zweiten Maschinentyp unserer BC-Kinematik im Tisch. Auch hier programmiere ich wieder den gleichen Satz, Plane Spatial, A minus 20, und die Steuerung rechnet das Ganze um auf die passenden Achswinkel. Auch hier B20, C90. Das gleiche kann ich auch mit einer Konfiguration mit einer A-Rundachse und C-Achse im Tisch machen. Auch hier wieder der gleiche Verfahrsatz, aber die Steuerung rechnet unten die Achswinkel um und kann das Ganze verarbeiten. Und noch eine letzte Beispielkinematik. Da habe ich zwei Rundachsen auch im Tisch über einen Winkel versetzt. Und auch hier habe ich A minus 20 und hier unten sehen wir die dazugehörigen Achswinkel. Also es ist ein Verfahrsatz, den ich für alle vier Maschinenkonfigurationen verwenden kann und die Steuerung positioniert immer die Achswinkel, damit ich dann auf meinem Teil den richtigen Raumwinkel habe. Wie programmiere ich jetzt diese Plane-Funktion? Im Programm einspeichern, editieren, über den Softkey Special Functions, dann habe ich den, oder über die Taste Special Functions, dann habe ich den Softkey Bearbeitungsebene schwenken und dann wähle ich die erste Funktion aus, Plane Spatial, die Raumwinkeleingabe. Als nächstes programmiere ich meine Winkel. Als Positionierverhalten übernehme ich Turn und beende das Ganze mit Enter. Sieht dann so aus. Ich habe meinen Satz mit Plane Spatial. Spatial heißt räumlich. Und dann programmiere ich meinen SPA, also Raumwinkel A, SPB, Raumwinkel B, SPC, Raumwinkel C. Wichtig ist hier, ich muss immer alle drei Raumwinkel programmieren, auch wenn einer 0 ist. Also in unserem Beispiel A minus 20, B 0, C 0. Das Ganze ist natürlich auch wichtig, dass ich es wieder zurücksetzen kann. Über die Special Functions Taste, Bearbeitungsebene schwenken, habe ich dann den Softkey Reset. Damit kann ich mein Schwenken wieder zurücksetzen. Es gibt unterschiedliche Positionierverhalten, wie die Steuerung diese Schwenkbewegung ausführt. Das erste Positionierverhalten ist Move. Bei Move nimmt die Steuerung beim Schwenken das Werkzeug mit. Das kann ich verwenden, wenn ich zum Beispiel in der Nähe von meinem Werkstück bleiben will, um einzuschwenken zum Beispiel. Dann hält die Steuerung immer den Abstand zwischen Werkstück und Werkzeug gleich. Und somit werden mit den Linearachsen eine Ausgleichsbewegung gemacht. Und wie wir es im Bild oben sehen, werden die Linearachsen und das Werkstück mitgezogen. Da sollte ich mich natürlich in der Nähe von meinem Werkstück befinden, weil ich ansonsten Gefahr laufe, auf Endschalter-Fehlermeldungen zu kommen. Das Positionierverhalten Turn. Hier schwenkt die Steuerung das Werkzeug um seinen mechanischen Mittelpunkt ein. Also die Rundachse wird um den mechanischen Mittelpunkt eingeschwenkt. Da ist es wichtig, dass ich mich auf einer sicheren Position befinde, weil das Werkstück wird nicht mitgenommen und wenn ich zu nahe mich am Werkstück befinde, dann kann ich hier einen Crash erzeugen. Deswegen sollte ich hier aufpassen, dass ich mit Turn nicht
mit dem Werkstück kollidiere. Bei stay, stay ist nur eine koordinatentechnische Drehung, also es wird nichts gefahren. Ich kann dann die Rundachsen später selber mit einem Positioniersatz auf die richtigen Positionen positionieren. Dann gibt es noch die Möglichkeit von meiner, in welche Richtung das geschwenkt werden soll. Und dafür können wir die Sequence verwenden. Mit der Sequence gebe ich an, in welche Richtung positiv oder negativ die erste Hauptachse geschwenkt wird. Also wenn ich eine AC-Kinematik zum Beispiel habe oder BC, dann wird immer der Schwenkwinkel von B oder A beeinflusst. Dieses kann ich verwenden, um zum Beispiel eine Schwenkung, die normalerweise ins Plus ausgeführt wird, ins Minus auszuführen. Weil ich da zum Beispiel mehr Verfahrbereich habe oder weil ich dann, wenn ich ins Minus schwenke, bessere Sicht auf das Werkstück habe. Die letzte Eingabemöglichkeit in der Plane-Funktion ist die Auswahl der Transformationsart. Hier müssen wir immer beachten, hier geht es nur um eine reine C-Achs-Programmierung. Also wenn ich nur die C-Achse programmiere, also wenn ich einen Verfahrsatz habe, Plane Spatial, A0, B0, C 30 Grad, diesen Verfahrsatz kann er auf, oder diesen Befehl kann er auf zwei Arten abarbeiten. Einmal über eine Koordinatendrehung. Hierbei wird einfach das Koordinatensystem um 30 Grad gedreht, der Tisch dreht sich nicht. Oder ich kann hier, die Steuerung geht her und sagt, das Ganze soll über Table Rot, also über eine Tischrotation gemacht werden. Dabei wird das Koordinatensystem nicht gedreht, sondern nur der Tisch um 30 Grad. Und ich kann dann, also dann habe ich auf meinem Werkstück wieder den 30 Grad Winkel, wie ich ihn vorher auch schon gehabt habe mit der Koordinatendrehung. Aber es geht hier nur um eine reine C-Achs-Programmierung. So, Kapitel Nullpunktverschiebung. Die Nullpunktverschiebung ist beim Schwenken sehr wichtig, weil ich durch das Verschieben des Nullpunktes vorm Schwenken auf die Knickkante von meiner Fläche mir zum Beispiel Rechenarbeit spare, weil nämlich dann nach dem Schwenken meine Fläche Z0 ist. Und dadurch kann ich mir viel Rechenarbeit sparen. So, der Ablauf ist so, ich setze meinen Werkstück Nullpunkt über die Preset-Tabelle, über meine Antastfunktionen. Über die Nullpunktverschiebung verschiebe ich dann meinen Nullpunkt auf die Knickkante. Und wenn ich dann schwenke, ist diese Fläche, so wie wir es jetzt auch mit dem Koordinatensystem hier sehen, meine Z0-Fläche. Und dadurch spare ich mir sehr viel Rechenarbeit. Ich habe dann noch die Möglichkeit, auf dieser geschwenkten Fläche noch eine inkrementale Verschiebung zu machen. Dann passiert diese Nullpunktverschiebung parallel zu meiner geschwenkten Fläche. So, wie wird der Zyklus 7 programmiert? Es gibt zwei Möglichkeiten, ihn zu programmieren. Einmal mit einer absoluten Verschiebung. Diese absolute Verschiebung bezieht sich immer auf meinen Bezugspunkt. Also auf den Punkt, den ich in der Preset-Tabelle als Bezugspunkt gespeichert habe. Es gibt noch eine inkrementale Verschiebung. Diese bezieht sich immer auf den zuletzt definierten Nullpunkt. Also wenn ich vorher bereits eine Nullpunktverschiebung gemacht habe und ich mache eine inkrementale Verschiebung, dann kann ich das Ganze, bezieht sich dieses auf meine zuletzt gesetzte Nullpunktverschiebung. Zurückgesetzt wird der Zyklus 7 einfach dadurch, dass ich programmiere x0, y0, z0. Also Zyklus 7 mit den allen drei Achsen auf 0 setzen. Beim Schwenken wichtig ist die Programmstruktur. Und wenn man diese Programmstruktur einhält, dann funktioniert das Schwenken immer. Unser Schritt 1 ist die Nullpunktverschiebung auf die Schwenkkante. Wie wir oben im Programm sehen, ich rufe mein Werkzeug auf, fahre auf eine sichere Position, schalte die Spindel ein und mache dann meine Nullpunktverschiebung mit Zyklus 7.
Als nächstes schwenke ich mich ein auf einer sicheren Position. Da kommt es jetzt immer darauf an, was ich für ein Schwenkverhalten, für ein Positionierverhalten verwende, Move oder Turn. So, jetzt ist das Werkzeug eingeschwenkt. Als nächster Schritt folgt die Bearbeitung. Und der letzte Schritt ist auch ein sehr, sehr wichtiger Schritt, das Schwenken zurücksetzen und die Nullpunktverschiebung aufheben. Es ist vor allem wichtig, das Schwenken zurückzusetzen. Weil wenn ich mehrere Schwenkbearbeitungen hintereinander programmiere und ich hebe nach dem ersten Schwenken nicht mit Plane Reset das Schwenken wieder auf, dann geschieht die nächste Nullpunktverschiebung im geschwenkten System, bezieht sich aber auf meinen Bezugspunkt. Und dann komme ich irgendwo hin, aber nicht da, wo ich hin will. Also immer darauf achten, nach der Bearbeitung das Schwenken auch zurücksetzen. Hier reicht oft auch ein einfacher Satz mit Plane Reset und Stay. Also nicht verfahren, sondern einfach nur rechnerisch alles zurücksetzen. Dies ist aber schon ausreichend, damit wir für die nächste Bearbeitung dann bei der Nullpunktverschiebung wieder das umgeschwenkte System haben. So, wir wollen jetzt folgendes Beispiel fertigen. Ein Bauteil, auf dem zuerst einmal eine Fläche angefräst werden soll, unter einem Winkel von 26,565 Grad. Wenn dann diese Fläche gefertigt wurde, soll auf dieser Fläche noch eine Kreistasche mit einem Durchmesser 60 gefräst werden. So, als Werkzeuge haben wir als erstes mal einen Messerkopf zum Planfräsen. Und anschließend noch einen Schaftfräser zum Kreistaschefräsen. Und wir können diesen Ablauf, den wir hier dann mit reinprogrammieren, einfach für beide Werkzeuge wieder verwenden. Sieht so aus, das Schema für unser Programm. So, Planfräsen der geschwenkten Fläche ist die erste Aufgabe. Kreistasche auf der geschwenkten Fläche ist die zweite Aufgabe. Wichtig ist, der Schwenkablauf, der Programmierablauf ist immer der gleiche. Als erstes kommt der Werkzeugwechsel. Dann kommt meine Nullpunktverschiebung, also der Schritt 1 aus unserer Programmstruktur. Dann kommt das Einschwenken auf sicherer Position. Dann kommt die Bearbeitung, die unterscheidet sich natürlich, aber von der Bearbeitung her bleibt es immer die Bearbeitung. Es ist beim Planfräsen halt der Zyklus 232, der Planfräszyklus, und bei der Kreistasche ist es der Zyklus 252. Das Rücksetzen, also Schwenken rücksetzen und Nullpunktverschiebung aufheben, ist dann bei beiden wieder gleich. Also so unterscheidet sich der Ablauf eigentlich nur durch den Inhalt der Bearbeitung. Im Programm sieht es dann so aus, ich habe im Satz 4 meinen Werkzeugaufruf, im Satz 6 bis 9 meine Nullpunktverschiebung. Dann im Satz 11 und 12, im Satz 11 habe ich meine sichere Positionierung, im Satz 12 meinen Schwenkbefehl. Im Satz 14 kommt dann meine Bearbeitung mit dem Aufruf im Satz 15 und in 17 bis 22 wird wieder zurückgeschwenkt. Und das gleiche kann ich dann für die Kreistasche wiederholen. Sieht dann so aus, das schauen wir uns dann noch auf dem Programmierplatz an. Jetzt wollen wir aber noch kurz über ein Thema sprechen, was beim Schwenken sehr wichtig ist, und zwar die sichere Positionierung mit M91. Weil sich beim Programmieren mit Plane Spatial ja oft unsere Rundachsen bewegen, und ich oft einen sehr begrenzten Maschinenraum habe, ist es wichtig, dass ich irgendwo in meinem Maschinenraum eine sichere Positionierung habe, die werkstückunabhängig angefahren werden kann. Also auch wenn ich ein hohes Werkstück oder ein flaches Werkstück habe, es wird immer der gleiche Punkt angefahren. So eine bezugspunktunabhängige Positionierung kann ich mit einer M91-Funktion machen. M91 heißt, dass dieser Verfahrsatz im Maschinenreferenzsystem verfahren wird. Also M91 ist nur satzweise wirksam und dieser eine Satz wird dann im Referenzsystem von der Maschine verfahren. Sieht so aus, ich habe hier
meine Verfahrsätze, linear Z200 mit M91 und X-200, Y200 auch mit M91. Das ist mein Verfahrsatz. Dieser Satz, diese beiden Sätze werden im Referenzsystem angefahren. Dagegen, was wir unten in der Anzeige sehen, ist momentan das Ist-System. Also diese Anzeige ist im Werkstück-Koordinatensystem, also bezogen auf meinen Preset. Wie finde ich jetzt diesen sicheren Punkt in meiner Maschine? Da ist wichtig, weil das kann bei Maschinen sehr unterschiedlich sein, wo dieser sichere Punkt ist oder welche Werte ich da programmieren muss. Ich wechsle in die Betriebsart manueller Betrieb, gehe auf die Taste Mode und kann die Statusanzeige 1, die ich jetzt im Fenster dann sehe, mit Enter auf Ref umschalten. Anschließend positioniere ich mein Werkzeug auf meine sichere Position. Das ist zum Beispiel der Werkzeugwechselpunkt. Das ist eigentlich immer eine recht gute Position für eine sichere Position. Dann notiere ich mir diese Ref-Werte, die ich in der Anzeige sehe, wie hier zum Beispiel X-200, Y-200, Z-200. Diese Werte sind, wie wir links sehen, im Ref-System aufgenommen und werden auch im Ref-System angezeigt. Wie verwende ich jetzt diese sichere Position in meinem Programm? Ich benötige diese sichere Position immer wieder. Wenn wir zum Beispiel mit Turn schwenken, dann ist es immer empfehlenswert, dass ich zuerst auf diese sichere Position fahre. Um jetzt nicht ständig im Programm diese sichere Position eintippen zu müssen, verpacke ich die sichere Position in ein Unterprogramm. Und hier kann ich die Möglichkeit nutzen, einen Label Namen zu verwenden. Also ich programmiere einfach ein Label Safe, in dem dann drinnen steht linear Z+200 mit M91 und die beiden anderen Verfahrsätze oder der andere Verfahrsatz auch mit M91. Und das Ganze mit Label 0 abschließen. Das kommt hinter M30 und dann, wenn wir hier eh schon dabei sind, Unterprogramme anzulegen, dann ist es auch immer empfehlenswert, ein Label Reset einzubauen. Das ist das Label zum Zurücksetzen. Da rufe ich als erstes meine sichere Position auf, Call Label Safe, anschließend Plain Reset Turn mit Eilgang und die Nullpunktverschiebung wird aufgehoben. Das Ganze auch wieder mit Label 0 abgeschlossen. Und dieses Rücksetzen rufe ich immer als erstes in meinem Programm auf. Bevor ich irgendeine Bearbeitung mache, rufe ich dieses Call Label Reset auf. Dann habe ich sichergestellt, dass ich immer, auch wenn ich mein Programm unterbrochen habe, dass ich das Programm immer wieder mit einem zurückgesetzten, sauberen Modus wieder starte. Weil nämlich das Schwenken durch eine Anwahl vom Programm nicht aufgehoben wird. Das muss ich immer selber machen. Und wenn ich jetzt das Programm unterbrochen habe und ich steige einfach ins Programm wieder ein und ich habe dieses Rücksetzen nicht mit drinnen, dann wird zum Beispiel die erste Nullpunktverschiebung falsch ausgeführt. So, ich würde jetzt zum Programmierplatz wechseln. Ich habe vorher gesagt, nach der Präsentation gibt es Möglichkeit, Fragen zu stellen. Also wenn jemand Fragen hat, bitte unten rechts das Chatfenster verwenden. Da haben wir jetzt ein bisschen Zeit und dann können wir hier einfach weitermachen. So, ein paar Fragen sind schon eingetroffen. Erste Frage von Florian Ackermann. Wie bekommt man denn den virtuellen Schraubstock in die virtuelle Maschine? Also was man hier sieht, ist nicht die virtuelle Maschine, sondern das ist unsere Kollisionsüberwachung. Und wir haben im manuellen Betrieb die Möglichkeit, über den Softkey-Spannmittel vorher
erstellte Spannmittel, zum Beispiel Schraubstöcke, Nullpunktspannsysteme, in die Maschine einzubinden. Da benötige ich einen Einhängepunkt in der Kinematik, aber wenn man hier Interesse hat, dann kann ich hier auch gerne mal einen Ablauf dazu mit einstellen, um zu zeigen, wie man hier einen Schraubstock einbringt. So, die zweite Frage, auch von Florian Ackermann: Kann die Maschine bei BC Tisch, bei Plane Spatial A0, B0, C22 nur die C-Achse verfahren? Ja, also das kommt immer darauf an, was ich programmiere, entweder Koordinatenrot oder Tablerot. Also wenn ich Tablerot mache, dann dreht er den Tisch, lässt das Koordinatensystem aber so stehen. Wenn ich Koordinatenrot programmiere, dann lässt er den Tisch stehen und dreht nur das Koordinatensystem um meine 22 Grad. Gibt es einen Unterschied bei Plane in der Statusanzeige zwischen Soll und Sollanzeige 1? Nein, also zwischen Statusanzeige, also zwischen Anzeige 1 und 2 ist nur der Unterschied. Die Anzeige 1 ist das, was ich immer in meinen Achswerten sehe, also in meiner Achsansicht. Und die Anzeige 2 ist das, was ich in meinem Feld sehe, wenn ich auf Programm und Status zum Beispiel gehe. Dann eine Frage vom Herrn Uwe Rack. Warum nicht bei Plane alles 0 anstatt dem Reset? Wenn ich die Plane-Funktion einfach mit A0, B0, C0 programmiere, dann ist zwar natürlich alle Raumwinkel auf 0, aber mein Schwenken ist immer noch aktiv. Und mit aktivem Schwenken kann ich zum Beispiel, also normalerweise kann man hier schon auch einiges machen, aber mit aktivem Schwenken funktioniert zum Beispiel keine Kinematikumschaltung. Manchmal ist es auch so, dass der Werkzeugwechsel das nicht gerne hat, wenn hier mit einem aktiven Schwenken in den Werkzeugwechsel gegangen ist. Und früher gab es auch das Problem, dass man den M128 oder TCPM nicht aktivieren konnte, wenn die Plane-Funktion noch aktiv war. Und wenn ich eben nicht den Plane Reset mache, dann ist das Schwenken noch aktiv. So, dann nochmal eine Frage vom Florian Ackermann. Warum kann man nicht Label Save und Label Reset in einem Label abfertigen? Das wäre schon eine Möglichkeit, aber ich brauche die Label Save zum Beispiel auch, wenn ich einschwenken möchte. Also wenn ich irgendwo einen Winkel einschwenken möchte, dann verwende ich das Label Save auch zum Positionieren, bevor ich schwenke. Von dem her kann man natürlich die beiden Label zusammenfassen, aber man kann es auch als Einzellabel verwenden, um zum Beispiel für die Vorpositionierung beim Schwenken das Ganze zu verwenden. So, dann noch eine Frage vom Herrn Franz Sörres. Ist es richtig, dass bei Table Rot die Maschine nicht interpolieren muss und bei Koordinaten Rot auf jeden Fall? Genau. Also die Maschine, wenn ich Table Rot verwende, dann fährt sie ja einfach mit der X-Achse als Beispiel. Nur mit der reinen Maschinenachse X, weil der Tisch wird ja auf den Winkel gedreht. Dadurch verfahre ich nur noch mit der reinen X-Achse. Bei Koordinatenrot würde der Tisch nicht gedreht, aber die Maschine muss natürlich den Winkel einhalten, also muss sie mit X und Y interpolieren, um diesen Winkel einzuhalten. Okay, gibt es noch Fragen? Wir haben ja dann auch noch die Möglichkeit, entweder nach dem Programmierplatz darüber zu sprechen oder auch im Nachhinein im Forum nochmal darüber zu diskutieren. Okay, dann gehe ich weiter auf den Programmierplatz und hier wollen wir jetzt unser Bauteil von vorher programmieren. Diese schräge Fläche, die wir gehabt haben. Ich hole es nochmal schnell als Bauteil mit her. So, das war hier. Dieses Bauteil hier wollen wir programmieren und dabei nehmen wir unseren
Ich schiebe es jetzt mal ein bisschen rüber, dass man die Zeichnung noch sieht. Genau. So. Und dafür verwenden wir jetzt unseren Ablauf. Ich habe hier einfach schon mal ein bisschen den Ablauf vorbereitet. Einfach mit Gliederungspunkten unseren Ablauf. Als erstes kommt der Werkzeugaufruf. Ich gehe auf Tool Call, verwende den Werkzeugnamen und wähle mir mein Werkzeug aus. Einen 32er Messerkopf. Definiere die Drehzahl und den Vorschub. So, das war mein Werkzeugaufruf. Als nächstes kommt die Nullpunktverschiebung auf die Knickkante. Das ist jetzt bei unserem Bauteil hier, hätte ich zwei mögliche Knickkanten, wo ich den Nullpunkt hinschieben kann. Und zwar wäre die erste Knickkante die X0, Y plus 90, Z0. Und die zweite Knickkante wäre X0, Y0, Z minus 45. Da muss ich jetzt beim Planfräsen, es ist egal, wo ich es hinschiebe, wenn ich mir jetzt die nachfolgende Bearbeitung der Kreistasche anschaue, die ist dann auf die obere Knickkante bemaßt, also auf Y plus 90. Von dem her schiebe ich meinen Nullpunkt hier hoch auf die Y plus 90. Also Cycle Def, Koordinatenumrechnung, Zyklus 7 und hier programmiere ich jetzt einfach meine Nullpunktverschiebung auf X0, Y plus 90 und Z0. So, als nächstes einschwenken auf der sicheren Position. Für unser erstes Beispiel verwende ich jetzt einfach mal als sichere Position einfach linear Z200 und schalte hier gleich mal die Spindel ein. Das ist jetzt natürlich im Werkstückkoordinatensystem, also werkstückabhängig. Wir werden dann später das Programm einfach nochmal abändern auf die sichere Position mit M91. So, als nächstes kommt mein Einschwenken, also Special Functions, Bearbeitungsebene schwenken und Softkey 1, Plane Spatial. So, und hier habe ich jetzt die erste Eingabe von meinem Raumwinkel A. Und wenn wir jetzt unser Teil anschauen, die Fläche ist, oder der Winkel ist um die X-Achse und um die X-Achse dreht meine A-Achse. Und jetzt ist die Frage, ins Plus oder ins Minus? Was meinen Sie denn, in welche Richtung wird gedreht? Ins Plus oder ins Minus? Wenn man kurz. Genau, wir haben zwei Antworten bekommen gerade. Ins Plus, das ist richtig. Ich muss immer daran denken, das Werkzeug bewegt sich, nicht das Werkstück. So, ich denke immer nur ans Werkzeug als Programmierer. Und das Werkzeug muss von der Nullstellung nach vorne kommen, also ins Plus, um diese Fläche hier erzeugen zu können. So, also programmiere ich A 26,565, die B- und C-Achse bleibt auf 0. Anschließend kommt mein Positionierverhalten. Da ich bereits auf einer sicheren Position stehe, bietet sich bei mir an, das Ganze mit Turn zu schwenken. Wenn ich jetzt natürlich sehr nahe am Werkstück stehe, dann würde ich das Ganze mit Move einschwenken. So, wir verwenden hier Turn. MB Max überspringen wir. MB Max ist Move Back Maximum in der Werkzeugachse. Also ich kann, bevor ich schwenke, mein Werkzeug so weit wie es geht wegpositionieren, also bis zum Ende meines Verfahrbereichs. Das ist der Befehl MB Max. Wir verwenden aber vorher schon die sichere Position, also brauche ich dieses MB Max hier nicht.
Dann kommt mein Fmax. Und nun habe ich die Sequence und die Sequence und das Koordinaten-Rot. Die lasse ich jetzt mal beide weg und beende den Satz einfach mit End of Block. So, jetzt habe ich mein Einschwenken programmiert. Jetzt kommt meine Bearbeitung. Und für die Bearbeitung verwenden wir einfach den Planfresszyklus, CycleDef, Abzeilen, Zyklus 232. So, Strategie wählen wir 2. Startpunkt, ich möchte jetzt zum Beispiel das Ganze im Gleichlauf fräsen, also sage ich, der Startpunkt ist bei x100, y, da müssen wir schauen, wir haben den Nullpunkt nach oben geschoben, also muss mein Startpunkt in y bei minus sein, minus 120, und Startpunkt dritte Achse, da könnte ich mir jetzt das Ganze ausrechnen, dass ich hergehe und sage, okay, wie viel habe ich denn drauf in Z? Ich programmiere hier einfach mal mit 25. Der Endpunkt dritte Achse ist dann mein Z0, weil ich ja meinen Nullpunkt auf die Knickkante geschoben habe. Und somit ist nach dem Schwenken meine Fläche Z0 und da soll er hinarbeiten. So, erste Seitenlänge ist dann minus 100, weil ich ja den Startpunkt auf plus 100 geschoben habe. Zweite Seitenlänge ist dann plus 120. Dann habe ich meine maximale Zustelltiefe. Aufmaß in der Tiefe, die maximale Überlappung. Das kennen wir ja alles schon. Und Fmax zum Vorpositionieren. Genau. So, es kommt jetzt darauf an, was ich für eine Maschine habe. Eine Maschine mit Rundachsen im Kopf oder im Tisch. Wenn ich eine Maschine mit Rundachsen im Kopf habe, dann empfiehlt es sich immer, dass ich dreiachsig vorpositioniere. Also auf x0, y0, z100, da ich ansonsten Gefahr laufe, auf eine Endschalterfehlermeldung zu kommen. Wenn ich dagegen eine Maschine habe, wo nur Rundachsen im Tisch sind, dann kann ich auch einfach nur in x und y mich vorpositionieren. Dann rufe ich den Zyklus auf. So, und dann komme ich zum Rückschwenken, linear, Z200, auch wieder im Werkstückkoordinatensystem, dann Special Functions, Reset mit Turn und Fmax, und dann kommt noch meine Nullpunktverschiebung, aufheben, go to 7, Enter, x0, y0, z0. So, das ist jetzt mein Programm für die Fläche. Das kann ich jetzt einfach mal abarbeiten lassen. Sehe jetzt, wie er hier abzeilt, immer im Gleichlauf. Letzte Zustellung und ich habe hier meine Fläche, die ich jetzt bearbeitet habe. So, wir haben vorher gesehen, der Ablauf ist für beide Werkzeuge der gleiche. Also kann ich jetzt einfach hergehen, mir das, was ich vorher jetzt alles hier programmiert habe, über die Funktion Block markieren. Dann markiere ich diese ganzen Sätze bis Werkzeugaufruf. Sage dann unten Softkey 4, Block kopieren. Positioniere mich auf den Satz, wo ich diesen Block danach einfügen möchte und kann einfach sagen Block einfügen. So, und in diesem Block muss ich jetzt einfach nur noch das ändern. Das Werkzeug von 32 auf 16. Dann reduziere ich meinen Vorschub etwas. Nullpunktverschiebung bleibt gleich, das Einschwenken bleibt gleich, nur der Planfresszyklus fliegt raus. Hier füge ich CycleDef
Taschenzapfen Newton meine Kreistasche ein. Die Kreistasche hat einen Durchmesser von 60. Ich möchte kein Aufmaß auf der Seite haben. Vorschub fürs Fräsen, sondern den F-Auto verwenden. Die ganze Tasche ist 10 mm tief. Er soll es mit zwei Zustellungen machen. Auch die Tiefenzustellung mit F-Auto. Und die Tiefenzustellung soll er über eine Helixbahn machen, also eintauchen 1. So, auch hier muss ich die Position angeben, wo er den Zyklus abarbeiten soll. Das ist bei X50 und Y, hier müssen wir mal schauen, minus 40, weil wir den Nullpunkt auf die hintere Knickkante geschoben haben. So, dass er hier am Anfang etwas Material wegnimmt, das liegt daran, dass ich bei meinem Planfräszyklus zu wenig Aufmaß gelassen habe. Geben wir ihm hier mal etwas mehr Aufmaß, dann nimmt er auch nicht beim Zurückfahren die. So, das war einmal nicht. So, 35 brauchen wir hier. Der Startpunkt und dann passt das. Genau. Okay, dann lassen wir ihn mal. So, Werkzeug 32. Startpunkt, Endpunkt ist 0. Dann arbeitet er das Ganze hier ab. Das Ganze in der Draufsicht anschauen. Kann mir dann auch noch das Werkzeug mit dazu anzeigen. Grundsätzlich sollte man aber immer schauen, dass man, um die Grafik nicht allzu sehr in der Rechengeschwindigkeit zu beeinflussen, dass man sich das Werkstück beim Schwenken erst in der Draufsicht anschaut. Dann geht die Simulation schneller, auch nicht die Werkzeuge anzeigen lässt, sondern dann erst, wenn die Bearbeitung fertig ist, kann ich dann in den 3D-Modus wechseln und kann mir dann das Bauteil hier ansehen, wie es gefertigt wurde. So, wir wollen jetzt unser Programm noch um die sichere Position mit M91 erweitern. Dafür kopiere ich mir das einfach und sage, das ist Programm 2. So. Was wir im Programm 2 brauchen, ist einmal unser Label Save, also Label Set. Ich gehe auf Save. Hier programmiere ich jetzt Linear Z200 mit M91, Linear X-200, Y-200. Auch wieder mit M91 und Label 0 als Abschluss. Dann programmiere ich das Label Reset noch mit rein. Das braucht man auch öfter. Call Label Save. Und mein Schwenken. Hier kann ich jetzt sagen, entweder ich mache nur ein rechnerisches Zurücksetzen mit Stay oder ich lasse ihn wirklich fahren mit Turn. Und dann setze ich noch meine Nullpunktverschiebung zurück mit X0, Y und Z0. Das Ganze schließe ich mit Label 0 ab. So, wenn ich jetzt in meinem Programm bin, empfiehlt es sich immer als erstes in meinem Programm das Label Reset aufzurufen, um einfach von vornherein alles zurückzusetzen. So, bei der Nullpunktverschiebung braucht man nichts machen. Hier haben wir unsere sichere Position. Also programmieren wir Q.
Call Label Save. Anschließend kommt die Bearbeitung. Hier haben wir unser Zurücksetzen. Also werden die Sätze hier rausgelöscht und durch Call Label Reset ersetzt. Dann habe ich meinen Werkzeugaufruf und auch hier wieder mein Call Label Save. Auch wieder die Positionierung. Ich könnte natürlich jetzt auch hergehen und dieses Positionieren und Schwenken auch wieder mit der Nullpunktverschiebung auch wieder in ein Unterprogramm verpacken. Das lohnt sich dann, wenn ich auf einer Ebene mit mehreren Werkzeugen eine Bearbeitung machen möchte. Wie es bei uns hier zum Beispiel ist. Aber ich habe es mal im Programm stehen lassen, damit man einfach diesen Ablauf sieht. So, und in meinem Programm habe ich dann meinen Ablauf. Also wenn wir einfach mal mit Start Einzelsatz durchgehen, er springt ins Label Reset, ins Label Save, fährt auf die sichere Position, Label 0, schwenkt zurück, setzt die Nullpunktverschiebung zurück, Label 0 und jetzt kommt er zurück ins Programm, macht den Werkzeugaufruf, macht die Nullpunktverschiebung, jetzt kommt das Schwenken, Label Save wieder, also fahren auf sichere Position, dann kommt mein Schwenken und dann kommt meine Bearbeitung des Planfräsen. Macht er jetzt in mehreren Zustellungen. Und so kann ich mir hier einfach mein Programm ein bisschen erleichtern, mein Programmieren, wenn ich diese sichere Position in ein Unterprogramm packe. Da ich dann einfach, wenn ich jetzt von einer Maschine auf die andere wechsle, diese sichere Position schnell an die andere Maschine anpassen kann und somit das Ganze sehr schnell von einer Maschine auf die andere wechseln kann. Okay, das war unser Webinar mit Programmieren mit einem Raumwinkel. Es wird hier noch Folgewebinare geben, wo wir uns dann mit der Programmierung von zwei Raumwinkeln und auch mit der Programmierung der anderen Plane-Funktionen beschäftigen. Aber da bekommen Sie dann einfach noch eine Information auf der CNC-Arena. Wenn es jetzt noch Fragen gibt, würde ich Sie wieder bitten, einfach das Fenster zu verwenden. Okay, ein paar Fragen sind schon wieder mit reingekommen. Dann schauen wir mal, was wir hier noch an Fragen haben. So. Okay, der Herr Franz Söres hat gefragt, was ist der Vorteil im geschwenkten Zustand mit Stay, nur rechnerisch die Ebene zurückzuschwenken, platztechnisch, um nicht zu kollidieren, Fragezeichen. So, Stay ist einfach, wenn ich jetzt mehrere Bearbeitungen habe, mit dem gleichen Werkzeug zum Beispiel, dann soll er ja nicht immer alle Rundachsen auf 0 zurücksetzen, sondern er soll einfach nur für mich das Schwenken zurücksetzen, also nur rechnerisch, also mit Stay. Und ich kann dann einfach hergehen, kann die neue Fläche programmieren, wo ich hin möchte und kann dann einfach mit Turn wieder einschwenken. Wenn wir jetzt uns eine Bearbeitung, eine 5-Seiten-Bearbeitung vorstellen, so eine klassische Schwenkbearbeitung, wo 5 Seiten von einem Werkstück bearbeitet werden. Jetzt habe ich die erste Seite bearbeitet mit einer 90-Grad-Schwenkung. Jetzt möchte ich von der ersten Seite auf die zweite Seite kommen. Dann programmiere ich einfach nur ein Plane Reset Stay, mache dann die Nullpunktverschiebung auf die neue Seite und schwenke mich auf die neue Seite ein. Und dann lässt er ja mein Werkzeug oder also meinen Kopf oder meinen Tisch so stehen mit 90 Grad und dreht aber dann nur die C-Achse, er taktet die C-Achse weiter. Ansonsten würde er immer alle Achsen auf 0 zurückdrehen und so kann ich einfach schneller arbeiten, weil er einfach nur den neuen Winkel einstellt. Und das ist der Vorteil vom Plane Reset Stay, dass ich einfach nur das neue System einrichte und er dann einfach kurz nur die Rundachsen positioniert und so kann man das dann wieder weiter programmieren.
So, was haben wir noch an Fragen? Der Herr Ray Bro fragt, kann ich beim Aufheben den Nullpunkt vor dem Rückschwenken setzen? Das ist kein Problem. Also beim Rückschwenken ist es dann von der Struktur her egal. Da kann ich auch erst den Nullpunkt zurücksetzen und danach das Schwenken aufheben. Okay, es wird auch wieder in der CNC Arena einen Suite geben mit diesem Webinar. Da werde ich auch wieder auf die Aufzeichnung verlinken, werde auch wieder alle meine Dokumente, die ich hier verwendet habe, mit einstellen und dann kann sich jeder das Ganze nochmal anschauen. Und wenn es Fragen gibt, wie immer die Bitte einfach an die ins Forum schreiben oder Sie können sich auch direkt an Heidenhain wenden über die E-Mail-Adresse. Das ist die 3103@heidenhain.de. Das ist unsere Nummer für die NC Helpline. Und wenn Sie hier Fragen haben, können Sie sich hier einfach gerne auch an Heidenhain direkt wenden.